Wir wissen ja beide, dass wir einen akuten Fachkräftemangel haben, vor allem in der Politik. Wendelin Wiedeking, der ehemalige CEO von Porsche, hat es gesagt, wir werden von Taugenichtsen regiert, die von nichts eine Ahnung haben. Es ist leider so, wir sehen den Dunning-Kruger-Effekt und das Peter-Prinzip in Perfektion unserer politischen Elite und deswegen haben wir das Schlamassel. Wir sehen auch, dass die grüne Energiewende ein Desaster sondergleichen ist, was uns Wohlstand kosten wird. Eben muss klar sein, wir sind definitiv im Endspiel unseres jetzigen Geldsystems. Es geht darum, wie kann ich meine Kaufkraft schützen, weil Sie, ich, wir alle arbeiten und investieren dafür das Wertvollste, was wir besitzen, nämlich unsere Lebenszeit. Ich glaube, wer jetzt richtig anlegt, kann Vermögen auf Generationen schaffen und andere werden einen Großteil verlieren. Ich glaube aber, dass die Zukunft tatsächlich in Europa liegt. Es wird erst schlimmer, bevor es besser wird, leider, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, was Deutschland angeht. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Heute zu Gast bei uns Marc Friedrich. Er ist Finanzexperte, Bestseller-Autor und hat gerade dieses Buch veröffentlicht, die größte Revolution aller Zeiten, bezogen auf Bitcoin. Er ist ein großer Fan, kann man sagen. Herzlich willkommen bei uns. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Und diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Hörner, Ihrem treuen Partner von Apollo News. Ja, Finanzmarkt ist das Thema. Die EZB senkt ja die Zinsen jetzt gerade, 3,25%. Die Inflation ist gerade so überstanden, meint man, sagt man. Ist sie das wirklich oder kommt sie jetzt zurück? Ja, sie kommt zurück, weil die Notenbanken weltweit gerade die Zinswende eingeläutet haben. Und das bedeutet natürlich, die Geldschleusen werden wieder geöffnet und die Liquidität sucht sich ihren Weg, kommt zurück an die Finanzmärkte, wird die Assetklassen wieder aufblähen und dementsprechend steht uns eine zweite Inflationswelle bevor und die wird heftiger sein als die erste. Ich vergleiche es auch im Buch unter anderem mit den 70er Jahren. Da hat ja jede Inflationswelle sich immer weiter aufgeschaukelt und am Schluss waren wir bei fast 20%. Problem ist, dieses Mal im Gegensatz zu den 70ern haben wir eine schlechtere Demografie, haben höhere Schuldenberge global und haben eine Deglobalisierung statt einer Globalisierung. Und das ist natürlich die perfekte Rezeptur für den Super-GAU leider. Die EZB, aber auch andere, die das unterstützen, sagen ja dann immer, naja gut, wir sind doch gerade, wir haben hier große wirtschaftliche Probleme. Ist ja gut, wenn jetzt mehr Geld in die Finanzmärkte kommt, dann kann investiert werden und so weiter. Aber sie meinen, das führt zu großen Inflationen. Ja gut, wir sehen ja eine Akkumulation von Krisen seit jeher. Die Notenbanken sind ja global immer auf der einen Seite die Feuerwehr und auf der anderen Seite wieder der Brandstifter, weil sie legen den Nährboden für die nächste Spekulationsblase. Und Gelddrucken hat noch nie zu Reichtum geführt oder hat noch nie wirklich Krisen nachhaltig gelöst. Man hat lediglich die Krisen mit Geld überschüttet und in die Zukunft verschoben, wo sich dann aber die Kollateralschäden weiter aufhäufen. Und das sehen wir ja. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel zum allerersten Mal in den USA den größten Haushaltsposten, die Zinszahlungen auf die US-Staatsschulden von fast 36 Billionen, die werden dieses Jahr 1,13 Billionen Dollar betragen. Und damit hat man zum allerersten Mal das Militärbudget übertroffen. Das ist schon ein Zeichen für den Hegemon USA. Und in Deutschland genauso. 8,3% des deutschen Bundeshaushalts geht nur in die Zinszahlungen. Und ich möchte erwähnen, da ist noch kein einziger Cent getilgt worden an den Schulden. Das heißt, das ganze System kommt immer mehr in die Bredouille. Jetzt ist ja, sagen wir mal, die Wirtschaftslage in Deutschland eh angespannt. Wir sind in der Rezession, wir sehen eigentlich eine Deindustrialisierung. Es ist nicht nur angespannt, es ist desaströs, was momentan passiert. Also der IWF hat jetzt sogar die Zinsen, der IWF hat jetzt gerade sogar die Prognosen nochmal auf Null gesenkt für Wachstum. Wir sind in einer Rezession und die Energiepreise sind zu hoch, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Es ist auf gut Deutsch ein Desaster, sehe ich auch in der Honorarberatung. Meine Kunden überlegen, wollen sie noch hier bleiben oder gehen sie? Jetzt haben Sie gerade schon Blase angesprochen. Als merkwürdig ist ja gut, also alle reden über die Krise, die ist ja zweifellos da. Wir haben über 80.000 Stellen schon abgebaut worden im Industriebereich, haben wir berichtet, allein in diesem Jahr. Trotzdem ist ja der DAX auf Höchstwert. Liegt das irgendwie in der Natur der Sache, dass halt irgendwie die steigen einfach? Oder ist das jetzt eine große Blase oder wie ist da Ihre Analyse? Wie kann das sein? Das ist ja ein Widerspruch eigentlich, oder? Ja gut, ich habe es ja erwähnt. Die Liquidität, die jetzt neu ins System kommt, sucht sich Anlagemöglichkeiten und die nächstliegende ist natürlich der Kapitalmarkt. Die Aktienmärkte gehen weiter und der Aktienmarkt hat nichts mit Deutschland zu tun. Sie dürfen nicht vergessen, Großteil der Unternehmen im DAX 30 sind global aktiv. Also die erwirtschaften ihre Gewinne auch in den USA, in China oder sonst wo irgendwo auf dem Globus. Wenn es nur auf Deutschland bezogen wäre, wäre es eher schlecht wahrscheinlich. Deutschland ist nicht mehr relevant, Europa auch nicht. Deswegen, das sind internationale Konzerne, die ihr Geld weltweit verdienen, nicht nur in Deutschland. Und durch die Liquidität, die jetzt in die Märkte reinkommt, wird auch der DAX weiter nach oben gehievt. Auch da werden wir neue Rekordstände sehen. Natürlich sind wir statistisch gesehen überbewertet. Noch nie waren die Aktienmärkte teurer als aktuell, sogar teurer als 2007.
kurz vor der Finanzkrise, aber die Liquidität ist da und geht in die Märkte rein. Die werden neue Rekordniveaus sehen, aber sind wir ja überall, auch bei Gold oder auch jetzt bei Bitcoin oder auch anderen Assets. Gut, also das wäre dann quasi einfach nur eine Entwertung des Geldes, wenn man so. Genau, genau. Also ich versuche es ja immer so darzustellen: Ein Rekordniveau bei oder ein Rekordhoch bei Gold oder bei Aktien oder bei Bitcoin bedeutet lediglich im Umkehrschluss ein Allzeittief in Euro oder den Papierwährungen. Und deswegen muss man ja auch investieren, um seine Kaufkraft zu schützen, weil die Immobilie in Berlin hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren nicht verdoppelt, dahingehend, dass ich jetzt einen doppelt so großen Garten habe oder 3 Stockwerke neu auf meinem Gebäude habe, sondern ich muss lediglich mehr Papierfetzen der EZB auf den Tisch legen für die gleiche schäbige Immobilie, was ganz klar aufzeigt, dass wir alle enteignet werden durch den Kaufkraftverlust, durch die Inflationierung. Jetzt könnte man aber auch sagen, oder ist ja ein spannender Gedanke, finde ich, zu sagen, gut, der DAX steigt, aber es liegt ja daran, Sie haben es ja gerade schon gesagt, viele der DAX-Unternehmen sind ja irgendwie global tätig, die sind vielleicht auch gar nicht mehr so sehr von Deutschland abhängig, manche mehr, manche weniger, manche produzieren natürlich noch sehr stark, aber andere Unternehmen sind sehr, sehr global. Also ist das sozusagen, die entfremdet sich die deutsche Industrie im DAX eigentlich total vom Standort Deutschland? Ist das schon, passiert das gerade schon? Ja, also wir sehen tatsächlich auf breiter Front leider seit der Ampelregierung eine Deindustrialisierung. Das sehe ich sowohl im Kundenstamm. Ich habe einige Hidden Champions, die jetzt nicht mehr mit Deutschland planen. Ich weiß von Mercedes, dass sie eigentlich keine Werke mehr in Deutschland bauen wollen, weil die Unsicherheit einfach zunimmt. Weil Deutschland war dafür bekannt, dass man einfach stabile Verhältnisse hatte, dass man planen konnte. Und das ist ja nicht mehr gegeben. Es ist ja ein Hin und Her, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mal heute so, morgen dort. Und deswegen suchen die Unternehmen jetzt erstens nach günstigen Energiepreisen. Die sind dann zum Beispiel in Tschechien gegeben. Da gibt es jetzt gerade ein Unternehmen bei mir aus dem Kunden, Kreis, die dort jetzt einen langfristigen Vertrag unterschrieben haben mit 9 Cent pro Kilowattstunde Energiepreis, der fest verankert wurde im Vertrag. Und natürlich, wenn ich hier dann viel mehr zahle, dann habe ich natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Deutsche Unternehmen sind nicht mehr wettbewerbsfähig, weil der Energiepreis einfach zu hoch ist. Deswegen sehen wir ja auch eine Deindustrialisierung, vor allem in den energieintensiven Unternehmensbereichen wie Glas, Chemie, Dünger und so weiter. Und Unternehmen planen halt jetzt langfristig eher in anderen Jurisdiktionen, weil es da einfach besser ist von den Umgebungen, von den Standortbedingungen. Die Bundesregierung hat eine andere Erklärung. Katja Maas von der SPD hat heute gesagt, falsche Managemententscheidungen führen zu Stellenabbau. Und von der Bundesregierung erfahren wir, dass die Qualität der Wirtschaftspolitik nur bedingt eine Rolle spielt bei der wirtschaftlichen Situation insgesamt. Also die Bundesregierung spielt das ja jetzt so nach dem Motto, gut, das haben halt die Unternehmen halt Fehler gemacht, haben es aufs falsche Pferd gesetzt, war nicht dynamisch genug und so weiter. Stimmt das oder ist da was dran? Ja, gut, wir wissen ja beide, dass wir einen akuten Fachkräftemangel haben, vor allem in der Politik. Und deswegen kommen dann solche Aussagen zustande. Es ist nicht zu begreifen, dass man die Realität nicht wirklich adressiert und jetzt versucht, den Standort eher wieder attraktiv zu gestalten durch vielleicht Steuervergünstigungen, durch günstige Energiepreise. Und egal, mit wem Sie sprechen im Land, ich meine, Wendelin Wiedeking, der ehemalige CEO von Porsche, hat es gesagt, wir werden von Taugenichtsen regiert, die von nichts eine Ahnung haben. Es ist leider so, wir sehen den Dunning-Kruger-Effekt und das Peter-Prinzip in Perfektion unserer politischen Elite und deswegen haben wir das Schlamassel. Warum ist in Deutschland das einzige Land, das nach hinten gereicht wird in allen Bedingungen, egal ob es jetzt Produktivität geht, Wirtschaftswachstum, Bildung und so weiter und so fort, weil eine historische Fehlentscheidung nach der anderen getroffen wird. Wir sehen auch, dass die grüne Energiewende ein Desaster sondergleichen ist, was uns Wohlstand kosten wird. Und wir werden auch zurückgehen. Wir sind die Einzigen, die in einer Talibanenart Kühltürme der Kernkraftwerke gesprengt haben, während alle anderen um uns rum Energie oder Kernenergie wieder installieren, beziehungsweise sogar Unternehmen, nicht nur Länder, sondern sogar Unternehmen jetzt in Kernenergie investieren, weil es einfach CO2-neutral ist, als auch energieeffizient und günstig. Wenn man Ihnen das so zuhört, Sie sagen ja gut, die Aktien steigen, da ist so viel Liquidität, das ist ja dann eigentlich eine Blase. Und Sie gehen ja immer so davon aus, dass jetzt der Crash kommt, wenn ich das richtig verstehe. Also das ist ja schon immer so ein Witz, aber das ist ja so. Also nur mal so als Frage, weil also wir wollen ja keine Anlageberatung machen und das ist so ein Punkt. Aber gehen Sie wirklich davon aus, so wenn Sie jetzt, Sie sind ja Finanzberater, Sie fehlen ja und so. Also glauben Sie wirklich, dass das jetzt so das crasht oder nicht? Völlig normal. Es sind Boom- und Bust-Zyklen. Es ist ein Zyklus. Das versuche ich auch in den Büchern als auch in den Videos immer wieder zu erklären. Es geht hoch und es geht wieder runter. Das ist wie mit Nationen. Es gibt einen Aufstieg und einen Niedergang von Imperien und genauso Geld
Geld kommt und Geld verschwindet wieder. Also Geld, aber meinen Sie das jetzt so zyklisch im Sinne von, gut, vor sagen wir mal 2008 gab es die Krise und jetzt ist es wieder hoch und wieder runter? Oder meinen Sie jetzt so Zyklus im Sinne von, das Römische Reich ist runtergegangen und jetzt geht der Westen? In jeglicher Hinsicht sehen Sie einfach Auf- und Abstieg. Das ist im Leben so, wir sind von Zyklen geprägt, auch Sie. Sie sind jetzt jung, irgendwann werden Sie alt sein und irgendwann sind wir alle tot. Das hört zum ersten Mal. Ja, genau. Und genauso ist es halt auch mit Anlagen, mit Spekulationsblasen. Natürlich kann eine Spekulationsblase viel länger anhalten, wie wir es uns vorstellen könnten. Mhm. Zum Beispiel die große Technologieblase Ende der 90er Jahre, da wurde 1997, 98 schon gewarnt von der Wall Street, als auch auf Bloomberg und CNBC, dass es eine Blase war. War es, wenn man sich die Parameter anschaut, war es auch schon eine Blase. Sehen wir jetzt auch. Warren Buffett Indikator zum Beispiel zeigt ganz klar, dass wir so teuer sind wie noch nie zuvor. Aber nichtsdestotrotz ging die Party noch 3 Jahre lang weiter an der Nasdaq und man hat hunderte Prozent vor allem am Ende des Spiels gemacht. Und so wird es auch dieses Mal sein. Momentan sind die Zeichen auf grün. Warum? Weil die Liquidität vorhanden ist. Wir sehen Zinswende und all das befördert natürlich weiterhin die Aktienmärkte als auch andere Assets. Ja, was nur irgendwie verrückt ist, ist, dass das hört man ja schon lange und man dachte doch jetzt, gut, jetzt ist Corona erst gewesen und dann ist sozusagen, haben sie die Zinsen hochgedreht. Ja, dann, also wenn dann diese ganze Blase da ist, hätte sie doch dann eigentlich jetzt platzen müssen. Wir hatten eine deutliche Korrektur gesehen. Wir haben die Staatsanleihenblase gesehen, die geplatzt ist. Die hat 50% von einem Jahr und das war die sichere Staatsanleihe. Und wir haben natürlich auch immer wieder Korrekturen gesehen, auch im Technologiebereich, aber nur kurze Zeit, weil die Liquidität am Seitenrand stand und gleich wieder reingegangen ist. Wir haben Stimulus gesehen, wir haben Fiskalpakete gesehen, wir haben gesehen, dass die chinesische Regierung, aber auch die amerikanische Regierung Checks ausgeschrieben hat. Und viele haben damals während der Corona-Zeit dann gesagt, komm, dann investiere ich doch im Aktienmarkt und gamble ein bisschen, also spielen ein bisschen Casino und dann haben die ihre $1,500 oder $3,000 einfach wieder am Aktienmarkt platziert und daraus dann, weiß ich, 5 oder 10.000 gemacht. Aber es ist schon irgendwie verrückt, wenn man es jetzt sozusagen als Nicht-Fachmann betrachtet, wie stabil das sich alles gehalten hat jetzt über die letzten Jahre im Ergebnis und gestiegen ist. Und jetzt haben wir irgendwie die Sache, ist es nicht einfach offen, was passiert? Also könnte ja auch sein, dass, keine Ahnung, jetzt wird Trump gewählt, der macht dann wirtschaftsfreundliche Politik in Amerika. Und dann geht die Party erstmal weiter. Also Trump wäre positiv für die Aktienmärkte, für Bitcoin, aber auch für die Wirtschaft generell und vor allem auch für den Frieden. Ja gut, aber dann kommt, keine Ahnung, dann kommt KI, sagen ja manche, und so großer Produktivitätsfortschritt und so. Und dann, also, was macht Sie so sicher, dass das so zwangsläufig ist, diese Crash-Zyklen und so? Das ist, kann ja einfach sein, dass es weitergeht, oder nicht? Also ich bin ein Student der Geschichte und ich habe ja auch im Buch 2000 Jahre Geldgeschichte angeschaut und es kommt und geht einfach. Also es wird auch eine Korrektur an den Aktienmärkten geben, ganz normal. Es gab 1929, es gab 87, es gab viele andere Crashs und auch dieses Mal wird es eine Korrektur geben. Wir sind jetzt schon komplett überbewertet. Es gibt ja einen Grund, warum Warren Buffett hunderte Milliarden Dollar auf der Seitenlinie hat und nicht investiert ist, weil er weiß, es ist gerade überbewertet und er ist halt lieber Monate oder vielleicht sogar Jahre zu früh aus dem Markt draußen, als drin zu sein. Ich würde momentan noch drin bleiben, weil ich glaube, die Party geht erstmal weiter. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es relativ ruppig an den Aktienmärkten werden. Da werden wir eine Korrektur sehen. Und dann werden wir auch ein wildes Hin und Her an der Zinsfront sehen. Also die Zinsen werden gesenkt, dann werden sie wieder erhöht werden und werden dann noch mehr Liquidität sehen, dann so einen finalen Melt-up. Dann werden wir eine Inflationierung sehen der Aktienmärkte, aber auch aller anderen Asset-Klassen. Eben muss klar sein, wir sind definitiv im Endspiel unseres jetzigen Geldsystems. Und es kann noch 3 Jahre dauern. Und wenn sie die Spielregeln brechen, auch noch 10 Jahre. Aber es geht darum, wie kann ich meine Kaufkraft schützen? Weil Sie, ich, wir alle arbeiten und investieren dafür das Wertvollste, was wir besitzen, nämlich unsere Lebenszeit. Mhm. Und wenn diese gespeicherte Lebenszeit in Form von Geld uns dann genommen wird durch Fehlentscheidungen, durch schlechte Politik, durch Steuergeldverschwendung oder durch Inflation, dann muss man sich halt wehren. Und meiner Ansicht nach sind wir jetzt in dieser Zeitenwende, dass man jetzt auf der entscheiden muss, wo will ich stehen in den nächsten Jahren, wie will ich meine Kaufkraft schützen? Und ich glaube, wer jetzt richtig anlegt, kann Vermögen auf Generationen schaffen und andere werden einen Großteil verlieren. Also es sind ja alles plausible Argumente. Was mich immer so wundert ist, also was macht sie so sicher? Also es sind so unfassbar viele Faktoren da drin. Ja, also ich auf ganz vielen Ebenen, auch politisch, wirtschaftlich. Und genau. Sozusagen, aber also Sie erzählen das immer so, ja gut, Zyklen, klar, irgendwann geht es runter, aber es könnte auch in 10 Jahren sein. Also könnte auch sein, dass gesagt, in 10 Jahren. Also Fakt ist, ich glaube tatsächlich, es war, was ich ja mache, ist das Ganzheitliche mir anzuschauen, das große Bild. Und das heißt, ich gucke mir an, was passiert geopolitisch. Geopolitisch sehen wir gerade das Ende der Hegemonie der USA. Wir sehen eine multipolare Welt statt einer unipolaren Welt. Und das habe ich auch versucht aufzuzeigen. Eine multipolare Welt ist immer gekennzeichnet von
entweder Stagflation oder Rezession, von eher Deglobalisierung statt Globalisierung. Also die Welt trennt sich wieder. Und es ist mit Unsicherheiten geprägt und mit mehr geopolitischen Konflikten. Und geopolitische Konflikte heißt natürlich auch weniger Wachstum, weniger wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also Pax Americana meiner Ansicht nach ist vorbei. Wir werden eine neue Zeit eintauchen und die wird erstmal volatil sein. Und ich sage einfach, die Geschichte ist ein guter Ratgeber. Und wenn man in den Rückspiegel der Geschichte schaut, dann sieht man halt einfach, dass das immer wieder zyklisch hochkommt und dass wir dann Veränderungen sehen. Und das sehen wir gerade. Wir sehen das Ende des US-Dollars, wie ich finde. Wir sehen auch das Ende der USA als Hegemon und diese multipolare Welt. Und das muss man einfach mit in Betracht ziehen. Das heißt, ich schaue mir alle Bestandteile an, um zu investieren. Ich schaue nicht nur auf den Finanzmarkt, ich schaue an, was passiert steuerlich, gesellschaftlich, geopolitisch und auch zyklisch. Und wenn ich all das zusammensetze als großes Puzzle, dann habe ich das Gesamtbild, dann weiß ich, wohin die Reise geht. Das ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Ich sage nur, so und so sehe ich es. Der Anleger, ich meine, ich liege zum Großteil liege ich oftmals richtig, was mich natürlich freut, sonst wäre ich auch nicht erfolgreich. Aber jeder muss selber entscheiden, glaubt er das oder glaubt er das nicht. Als ich 2020 geschrieben habe, wir werden eine Renaissance der Atomkraft sehen. Ich habe in meinem letzten Buch Uranaktien empfohlen. Da wurde ich ja ausgelacht. Man vielleicht hat auch gemeint, bist du sicher, wir steigen noch gerade aus und alle wollen das abschalten. Und siehe da, die Aktien haben sich mehr als verzehnfacht. Ich meine sozusagen nur so, ja klar, in der Geschichte, man kann immer in die Geschichte schauen, ist ja auch wahnsinnig spannend, aber natürlich in der Geschichte findet man ja auch immer alles. Also man kann ja sagen, gut, das Römische Reich, klar, ist Untergang, hat aber auch 800 Jahre lang gehalten oder so, mal Daumen. Und ich meine zum Beispiel das mit multipolare Weltordnung, ja, das wird ja auch schon seit Jahren erzählt. Gut, es stimmt natürlich insofern, dass wir jetzt Krieg in der Ukraine haben, also sozusagen politisch, also, aber auf der anderen Seite sehen wir ja wirtschaftlich, ist es ja jetzt nicht so, dass jetzt zumindest, also Deutschland schon, aber Amerika fällt ja jetzt nicht zurück. Ja, gut, die Weltreservewährung haben ja gewisse Vorteile tatsächlich und sind noch der Hegemon und haben noch den Petrodollar, den auch viele verwenden müssen. Und die ganze Welt ist bei den USA verschuldet. Aber wir sehen, dass die US-Staatsanleihen überall abgestoßen werden, dass mehr Gold gekauft wird, weil man einfach gemerkt hat, ups, wenn ich nicht dem Narrativ der Amerikaner entspreche, dann kann ich ganz schnell mit Sanktionen überzogen werden. Deswegen stoßen alle BRIC-Staaten die US-Staatsanleihen weg, weil sie keine Lust haben, enteignet zu werden, wie die Russen zum Beispiel. Also Fakt ist, zum Beispiel, ich habe es ja aufgezeigt im Buch, 2000 Jahre Geldgeschichte. Was glauben Sie, wie lange hält ein Geld ungefähr, ein Geldsystem, eine Währung? Was glauben Sie so im Schnitt? Ja, was weiß ich, im Schnitt über die letzten 2000 Jahre, meinen Sie jetzt? Genau, also es gibt da, kam ja viele Währungen, sind gekommen und sind gegangen. Viele Hunderte. Und im Schnitt halten die 80 bis 100 Jahre, also ungefähr eine Lebensspanne eines Menschen. Das ist ein Zyklus, der ist unwiederbringbar, den habe nicht ich erfunden, sondern der ist, das zeigt die Geschichte. Wir sehen, dass Geld kommt und geht. Wir sehen, dass Inflationswellen kommen, Boom- und Bust-Zyklen. Und deswegen bin ich mir nach einer Wahrscheinlichkeit relativ sicher, wohin die Reise geht. Jeder muss natürlich selbst entscheiden, wie er das sieht. Aber dass wir jetzt irgendwie die nächsten Jahre immer nur steigende Aktienmärkte haben, sehe ich eben nicht, weil das ist einfach auch ein Beweis aus dem Rückspiegel der Geschichte. Es geht aufwärts und es geht abwärts. Wir hatten nicht nur das Römische Reich, wir hatten das Byzantinische Reich. Und übrigens, alle haben immer begonnen mit einem festen Geldsystem, mit einem Goldstandard. Und deswegen brauchen wir ein besseres Geldsystem. Deswegen plädiere ich ja auch für ein gedecktes, limitiertes, deflationäres Geldsystem. Aber wir hatten dann Venedig, wir hatten Florenz, wir hatten die Niederlande, wir hatten China, wir hatten UK, wir hatten den Hegemon USA und Pax Britannica mit UK und so weiter. Aber es ist nichts in Stein gemeißelt, es ist ein Auf und Ab und dessen muss man sich halt einfach bewusst sein. Wir denken ja immer, wir sind die Krönung der Schöpfung und wir haben die beste Zeit. Aber zu denken, dass das, was wir momentan leben, dass das für alle Zeiten konserviert ist, ist natürlich eine Hybris. Also die Welt wird sich weiterentwickeln. Natürlich, KI wird einen unglaublichen Produktivitätswachstum bringen, aber natürlich auch deflationäre Tendenzen. Was machen wir mit? Also man geht davon aus, dass 60% aller Bürojobs in der westlichen Welt obsolet werden. Was machen wir mit den Menschen? Das sind dann alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Klar, aber also, was mich immer nur so, gut, ich meine, Deutschland ist die Wirtschaftslage, glaube ich, offenkundig nicht so gut. Geht's runter. Aber trotzdem finde ich es immer spannend, wird ja schon seit Jahren gesagt, gut, der Westen ist irgendwie so im Niedergang wirtschaftlich, aber man muss ja trotzdem sagen, die Innovationen, die echten Innovationen, die werden bis heute eigentlich überwiegend in Amerika produziert. Und China, der große so, kämpft jetzt, warum? Also würde ich halt als Marktwirtschaftler immer sagen, na gut, ist ja auch eigentlich, beweist doch eigentlich nur, dass wir richtig sagen, gut, halt, wo Marktwirtschaft ist, entsteht halt Innovation, entsteht Fortschritt. Also das hat aber China ja nicht, das hat auch Russland nicht, das hat auch, gut, Indien hat es vielleicht teilweise so, aber, also gut, von mir aus, Indien steigt ja auch auf, aber trotzdem, also wir sehen ja nicht, dass der Westen eben in dieser Form insgesamt wirtschaftlich zurückfällt oder innovationsmäßig zurückfällt. Er fällt vielleicht in anderen Dingen zurück. Mit Westen meinen Sie nur USA. Also die Innovationen kommen alle aus den USA. Also Elon Musk hat SpaceX in den USA. Wir haben Tesla in den USA. Wir haben die großen Innovationen im Silicon Valley. Nennen Sie mir bitte eine europäische Internetbude, die erfolgreich ist oder die irgendwie Innovation. Wir haben den Plastikdeckel an die Flaschen wieder hinbekommen. Ja gut, ich sage ja gut, okay, Sie können es auch auf Europa ausweiten. Also Europa ist am Ende. Also
Die Demografie ist verheerend. Demografie unterschätzen alle. Demografie ist entscheidend, weil die Boomer gehen in den nächsten Jahren alle in Rente, und zwar in der kompletten westlichen Welt. Wir werden ein unglaubliches Defizit haben und können nur hoffen, dass wir diesen Fachkräftemangel durch die KI vielleicht irgendwie gelöst bekommen. Die Innovationen finden alle in den USA statt, nichts in Europa, nichts in Deutschland. Deswegen sehe ich die Zukunft eher natürlich in den USA. Ja. Die haben auch eine bessere Demografie durch eine teilweise bessere Einwanderungspolitik mit der Green Card, haben aber jetzt aber natürlich auch Probleme mit illegalen Einwanderungen. Also ich glaube tatsächlich, China ist für mich nicht die Zukunft. Ja, also die haben eine noch beschissenere Demografie, die haben Kommunismus und die haben so viele hausgemachte Probleme, die ihnen irgendwann um die Ohren fliegen werden. Und der Mensch strebt immer nach Freiheit. Also auch da wird die KP irgendwann resigniert aufgeben müssen, weil es wahrscheinlich von den eigenen Leuten gestürzt wird. Ich glaube aber, dass die Zukunft tatsächlich in Europa liegt. Und ich bin sehr bullisch für Deutschland auch. Wenn wir halt wenn dieser Zenit der Idiotie überschritten wird, und ich glaube, den haben wir jetzt schon überwunden mit irgendwie Ideologien und so weiter. Das heißt, wir haben geografisch einen guten Standort, wir haben die Nähe zu rohstoffreichen Ländern, da müssen wir nur halt wieder mit vielleicht auch mit Russland in Kontakt treten. Und ich glaube einfach, die Intelligenz ist ja noch da in Deutschland. Wir haben noch die beste Ingenieurskunst, die wird auch wieder zurückkommen. Also ich bin, wenn wir diese Phase der Idiotie überwinden werden, wird Deutschland eine goldene Zukunft haben, wenn wir jetzt auch die richtigen Entscheidungen natürlich treffen in den nächsten Jahren. Aber es wird erst schlimmer, bevor es besser wird, leider, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, was Deutschland angeht. Tatsächlich, das ist ja trotzdem eine überraschende Erkenntnis jetzt. Nochmal zum Thema Geld. Geldsystem ist ja Ihr Lieblingsthema. Digitaler Euro ist ja ein Thema, was so ein bisschen also wird nicht so viel drüber gesprochen, obwohl es ja eigentlich schon ziemlich dramatisch ist, was da passiert. Sagen ja jetzt aber viele, gut, ist ja eigentlich nur so eine Ergänzung und statt PayPal nutzt man halt den digitalen Euro und soll ja auch irgendwie anonym sein, so bis zu einer gewissen Grenze und so. Glauben Sie das? Nee, ich sag nur, nein, ich glaube das nicht, wird ja so gesagt. So. Also was ist so gesagt wird viel. Die Impfung ist sicher, der Krieg ist bald vorbei. Was ist da Ihre Erwartung, welche Rolle spielt dieser digitale Euro in der Zukunft? Also es geht der EZB geht es darum, die komplette Kontrolle über die Währung und Zahlungsströme in Echtzeit zu haben, weil es ist so, momentan bekommt sie nur am Ende des Tages, welche Bank hat an was überwiesen, aber sie wissen nicht, was hat der Herr Mayer oder was hat die Frau Müller überwiesen und für welche Zwecke. Und zudem wissen sie auch, dass das jetzige Geldsystem natürlich sich dem Ende zuneigt und deswegen möchte man dieses Geldsystem nochmal in eine digitale Ebene hieven, wo keiner mehr raus kann, weil da gibt es keinen Bankenrand mehr. Man kann nicht mehr im Tafelgeschäft anonym Gold kaufen oder aus der Sichtbarkeit der Politik Geld transferieren. Und es geht halt im digitalen Euro nicht. Es wäre sowas wie ein digitales Gefängnis. Ich habe es im Buch genannt, das Kapitel, die digitale Diktatur. Weil dann könnte man natürlich auch bequem alles sozusagen an die digitale Wallet bei der EZB binden. Das heißt, der digitale Impfpass, die E-Patientenakte, was deine Vorlieben sind. Und man könnte natürlich auch sagen, CO2 haben. Ne? Also nach dem Motto, ach, sie waren doch dieses Jahr schon zweimal irgendwie Fleisch essen, ein drittes Mal geht jetzt wirklich nicht. Das heißt, dann kann ich gar nicht mehr aktiv bezahlen. Man könnte wirklich die Leute regeln. Das klingt nach einer Orwellschen Dystopie, aber so weit sind wir ja nicht mehr. Wir haben ja schon eine Art Wahrheitsministerium. Wir sehen doch schon, Krieg ist offiziell Frieden und die Lüge ist die Wahrheit. Also dahingehend würde ich davor einfach warnen, zu viel Macht in eine planwirtschaftliche Stelle in Frankfurt bei der EZB zu integrieren. Und ich glaube einfach, es geht nur darum zu überprüfen, wer gibt für was Geld aus. Und wenn man dann sagt, ach, da spendet jemand für Apollo News, das wollen wir nicht, weil die sind jetzt irgendwie nicht mehr auf unserer Linie. Auf jeden Fall schon. Ja, genau. Und dann geht es halt nicht, da kann ich nichts an sie spenden. Und vor allem, ein Großteil der Transaktionen sind ja schon momentan digital. Also es ist eine Lüge zu sagen, er soll mehr digital werden. 90% aller Zahlungen laufen schon über Online-Banking oder PayPal. Das ist für mich eine Frage. Also Sie haben ja recht, also die es zahlen ja immer mehr Leute digital aus praktischen Gründen und so. Gut, und das ist natürlich theoretisch immer noch, also oder auch praktisch, ist das halt am Endeffekt nur irgendwie übersetztes Bargeld, was halt irgendwie verrechnet wird, wenn wir digital zahlen. Aber auch das wäre ja jetzt schon theoretisch jedenfalls rückverfolgbar. Also wenn, wie Sie jetzt mit Ihrem Konto. Eben nicht. Also, aber rein technisch wäre es ja rückverfolgbar. Ja, es wäre ein Riesenaufwand. Also weil was, die das war jetzt meine Frage. Aber was ist jetzt der entscheidende Unterschied vom, wenn ich jetzt mit meiner Karte digital zahle, zu wenn es wirklich einen digitalen Euro gibt? Was ist der entscheidende Unterschied? Ganz einfach, wenn Sie jetzt zahlen und Sie sind bei der Commerzbank, würde ich jetzt mal sagen. Tatsächlich, ja. Ja, ich weiß nicht. Habe ich gesehen. Wahnsinn, das ist ja. Nee, ich kann es sehr gut einschätzen. Ja. Und das sind auch, deswegen bin ich ein Prophet. Aber Fakt ist tatsächlich, dann zieht die Commerzbank, okay,
Sie haben das und das ausgegeben, aber diese Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen werden nicht weitergegeben an die EZB, sondern die EZB bekommt am Ende des Tages lediglich, welche Bank überweist welchen Betrag an welche andere Bank. Das heißt, von der Commerzbank zur Sparkasse, von der Sparkasse zur Deutschen Bank und so weiter. Aber die EZB möchte wissen, was Sie ausgeben, wofür Sie Ihr Geld ausgeben. Sie möchte in Echtzeit die Zahlungsströme kontrollieren und entsprechend vielleicht auch stoppen, weil mit einem digitalen Geldsystem ist zum Beispiel kein Bankrun mehr möglich. Das heißt, wir könnten das Banksystem nicht mehr dadurch gehend irgendwie in die Knie zwingen, indem die Leute ihr Geld von der Bank abheben. Man könnte bestimmen, wer für was Geld ausgibt. Nach dem Motto, oh, Sie haben doch Diabetes oder heute war schon genug Zucker oder zu viel Koffein oder aus Umweltschutzgründen dürfen Sie jetzt nicht mehr irgendwie nochmal nach Mallorca reisen dieses Jahr oder fliegen. Also es ist eigentlich der feuchte Traum eines jeden Orwellschen Anhängers, der sagt, 1984 muss Realität werden. Wir müssen jetzt nur endlich mal den Sozialismus richtig ansetzen. Ja, also ich finde sozusagen die Diskussion irgendwie spannend, weil einerseits könnte man könnte ja sagen, ich meine, es gibt ja überhaupt keine Hindernisse, digital zu zahlen, das ist ja alles digital und ich sag mal, selbst wenn sie jetzt was Illegales machen und jetzt hier irgendwie keine Ahnung was machen, ja, dann könnte ja die Polizei das auch mit einem richterlichen Beschluss und so weiter mal rausfinden, also das ist ja alles da. Und jetzt sagen sie, aber wir brauchen unbedingt diesen digitalen Euro. Jetzt sagt nur die EZB. Ich sage ja, die oder Herr Gütebrück, viele, die das unterstützen in der Bundespolitik, sagen jetzt, wir brauchen den digitalen Euro, aber sie sagen eigentlich nicht genau, warum. Dann heißt es, weil angeblich soll ja Bargeld erstmal weiter erlaubt sein und soll gar keine Einschränkung sein, nur zusätzlich, so damit dann PayPal ist ja böse und so, ist ja amerikanisch, damit wir das hier mal heimisch kontrollieren und so. Naja, gut, also worum geht es da eigentlich? Also, es geht um Kontrolle. Es geht nur, ich habe ja mit Notenbankern gesprochen, die sagen alle selbst, es geht nur um Kontrolle. Er hat keinen anderen Mehrwert. Es gibt keinen Mehrwert dafür. Es gibt keine plausible Erklärung, warum wir den digitalen Euro brauchen, weil ein Großteil der Bezahlungen sind ja schon digitalisiert. Es geht nur um die Überwachung in live, in Realtime der Zahlungsströme und auch die Leute einzuschränken oder zu erziehen, wie sie am besten ihr Geld auszugeben haben. Es geht um welchen Albtraum, eine digitale Diktatur. Also es gibt keinen Mehrwert. Man könnte auch dann automatisch sagen, hier, wenn alle im digitalen System sind, ich bin mir ziemlich sicher, wie es laufen wird. Sie werden sagen, um es den Leuten zu versüßen, hör zu, wenn du dann beim Edeka bist und einkaufst und du zahlst mit Bargeld, kostet es einen normalen Preis, aber wenn du mit dem digitalen Euro bezahlst, kriegst du 4% Rabatt und Bonuspunkte bei Payback. Und dann werden Leute alle sagen, weil wir eine zweite Inflationswelle sehen werden und eine dritte, okay, ich muss Geld sparen, ich zahle auf jeden Fall mit dem digitalen Wallet. Aber, und wir hätten nur noch eine Wallet bei der EZB und die Banken laufen ja auch Sturm dagegen, weil sie wären ja eigentlich obsolet. Wir bräuchten die Banken gar nicht mehr, weil wir alle eine Wallet haben bei der EZB, die uns dann süß verkauft wird nach dem Motto hier sicher, nicht hackbar und so weiter. Aber wir haben one point of single failure. Also wir haben eine Angriffsstelle, ein zentrales System. Wir alle wissen, zentralistische Systeme sind zum Scheitern verurteilt. Dezentralität ist viel, viel besser. Und dann werden sie auf der anderen Seite sagen, natürlich, ihr habt eine absolute Einlagensicherung, ihr habt die absolute Garantie und ihr kriegt überall Rabatte, wenn ihr den digitalen Euro verwendet. Ja, aber also gut, aber wer sollte jetzt so einen Rabatt machen? Also das müsste ja wirklich die Regierung dann bezahlen, quasi so sagen. Ja. Es ist ein Knopfdruck. Sie haben ja keine Chance mehr, aus dem digitalen System auszuscheren irgendwann mal. Und dann würden die auch sagen, ups, jetzt sehen die Zahlen gerade schlecht aus. Liebe Leute, wegen der oder der Sache, wegen irgendwie neue Gesundheitskrise oder wegen Krieg irgendwo, müssen wir jetzt allen 10% abziehen. Man könnte Schwundgeld installieren. Wenn du innerhalb nicht von einem Monat dein Gehalt ausgibst, dann ist es weg. Gut, das wäre jetzt technisch möglich, aber es wäre rechtlich. Steuern, rechtlich. Also hat sich jemand an irgendwelche Rechte gehalten oder Gesetze in den letzten Jahren? Wie schnell haben wir die Freiheitsrechte während der Corona-Krise ad acta gelegt? Gut, klar. Aber wie schnell hat die EZB die Maastrichter Kriterien nicht nur aufgeweicht, sondern sogar gebrochen? Nein, es ist klar, dass das geht. Ich meine jetzt nur mal so, erstmal wäre jetzt, sie könnten es jetzt einführen und dann ist aber Bargeld weiter erlaubt. Und Bargeld könnten sie zumindest gar nicht. Aber sie werden es unattraktiv gestalten. Okay. Sie werden also einfach sagen, hier gibt es einen Rabatt und wenn du normal zahlst mit Geld, weil es ist ja dreckig und es ist aufwendig, man muss es zählen und zur Bank bringen und es ist auch CO2-schädlich und so weiter, dann musst du halt den Obolus zahlen. Hm. Also echte Dystopie, die sie hier malen. Aber also, es wäre auch ziemlich irre irgendwie, weil ich meine, so eine Hausbank braucht man eigentlich kaum mehr, wenn man keine Zinsen kriegt. Also würde eigentlich Bankensystem so, also für den Privatkunden, wie ich, Depp, der jetzt bei der Commerzbank bin, wenn ich jetzt hier, so, deshalb brauche ich ja gar nicht mehr, kann ja direkt mein Wallet dann bei der EZB haben. Die EZB hat ja immer gesagt, dass wir overbanked sind in Europa und sie wollten immer weniger Banken und da sind sie jetzt mit dabei. Und ich sehe es immer wie Herr der Ringe, der EZB-Tower ist für mich Sauron, ne? Mit dem einsehenden Auge. Okay, ich merke schon, es darf nur einen geben, ne? Also einen Ring, um euch zu knechten und es wird dann halt die EZB-Wallet sein. Und jetzt glauben Sie an Bitcoin?
Ja. Ist ja ihr, Sie haben ja auch ein T-Shirt hier, Bitcoin. Ja, also ich glaube nicht an Bitcoin. Aber ich, was macht ihr so sicher? Weil ich meine, wenn Sie sagen, die verbieten, dann verbieten die einfach Bitcoin. Geht nicht. Sie können dezentrale Systeme nicht verbieten. Die Chinesen haben es versucht, die Pakistanis haben es versucht, sind alle gescheitert. Das ist ja der Vorteil von einem dezentralen System, weil ein dezentrales System, Sie müssten praktisch alle Nodes, auf denen die Bitcoin-Blockchain läuft, zeitgleich hacken oder löschen. Das geht halt nicht. Das sind Hunderttausende weltweit. Keiner weiß, dass Sie jetzt hier eine Node haben oder ich eine Node habe zu Hause oder im Büro. Also dezentrale Systeme sind schwer zu killen. Zudem ist durch den Lindy-Effekt Bitcoin jetzt schon in ein robustes Alter gekommen. Also 15 Jahre besteht Bitcoin schon und wird immer wahrscheinlicher, dass es überlebt. Und als letzter Punkt, die Wall Street hat Bitcoin jetzt ja auch adaptiert und damit eigentlich geadelt, indem sie die Bitcoin-Spot-ETFs implementiert haben als neue Asset-Klasse. Also dahingehend, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Und nach meiner Recherche, ich beschäftige mich seit über 25 Jahren mit Wirtschaft, Geldsystem, Währungskrisen, Hyperinflation und Währungsreform, ist Bitcoin das beste Geld, was die Menschheit jemals gesehen hat. Nein, also Bitcoin ist ja technisch und so extrem spannend. Ich frage mich halt nur, klar, also man kann das jetzt nicht abschalten, aber man kann doch jetzt einfach verbieten, dass das Geschäft Bitcoin annimmt. Und wenn sie das halt flächendeckend machen und sie jetzt nicht komplett sagen, gut, da gibt es halt Schwarzmarkt, aber so einfach ist es erstmal nicht. Also Bitcoin ist auf der einen Seite schon offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Auch in Bhutan wird es jetzt bald kommen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, eine Währung zu verbieten, die schon eine Währung ist, die staatlich in einer Verfassung drinsteht. Und es wird immer Schwarzmarkt geben. Natürlich können sie alles verbieten. Wir sehen auch, die EZB, die Politik bekämpft Bitcoin so sehr. Und warum tun sie das? Weil sie wissen, es ist einfach das beste Geld. Bitcoin war das beste Investment, was die Menschheit jemals gesehen hat. Hat alles outperformed. Gegenüber Bitcoin hat der Euro 99,99% an Kaufkraft verloren. Also eine komplette Enteignung eigentlich. Bitcoin dieses Jahr auch wieder 60% erfolgreichstes Investment, was man machen konnte. Erfolgreicher als Bitcoin, erfolgreicher als Nvidia, Amazon etc. pp. Und Bitcoin ist halt frei. Ist eine Freiheit- und Friedenstechnologie, weil es ist das einzige Gut, digitale Gut, was wir endlich benennen können. Wir wissen nicht, wie viel Papierscheine die EZB noch druckt, wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert, aber bei Bitcoin wissen wir, bei 21 Millionen Einheiten im Jahr 2139 ist Schluss. Das heißt, gerade mal jeder vierte Deutsche kann einen ganzen Bitcoin besitzen und ich kann Bitcoin mitnehmen, wohin ich will. Ich kann über die Grenze gehen. Es ist unsichtbar. Ich brauche nur 24 Wörter im Kopf haben. Und es ist das demokratischste, beste Geldsystem, was die Menschheit jemals geschaffen hat, unabhängig von Notenbanken, von Staaten, von Politikern, weil wir sehen es ja, ich habe es ja im Buch aufgezeigt, das schwächste Glied in der Kette ist immer der Mensch, weil egal ob Monarch, Diktator oder gewählter demokratischer Politiker, alle weichen irgendwann das Geldsystem auf und zerstören es. Und es endet immer in Revolutionen, Krieg, Inflation oder Verheerenden. Ich merke schon die Zyklen. Ja, genau, die Zyklen. Also Bitcoin ist ja recht, also irre gestiegen, aber trotzdem ist es so, dass die meisten Menschen das heutzutage als Anlageobjekt irgendwie sehen. Ja, ist es. Ist jetzt kein Geldsystem. Aber es herrscht ja immer die Wette dahinter, dass es irgendwann dann wirklich als Zahlungsmittel so, weil sonst wäre es ja, also wenn man das nicht hätte, wäre es ja ein Schneeballsystem, weil es muss ja immer eine Nee, ist es nicht. Es muss ja auch immer ein neues Geld rein gegeben werden, damit das System aufrechterhalten werden kann. Wenn es keinen Zahlungsprozess gibt, dann muss es ja immer neue Leute geben, die in dieses System kommen. Sonst kann es ja nicht steigen, oder nicht? Ja, anscheinend glauben sehr viele daran, sonst wäre Bitcoin nicht das volumenreichste Investment, das es gibt, mit Billionenbewertungen. Und El Salvador hat es ja schon implementiert als Währung. Und ich bin mir sicher, andere Länder werden folgen. Zudem, Donald Trump hat ja gesagt, er will, dass praktisch das Bitcoin-Mining als auch Bitcoin große Industriestandbein in den USA wird. Er will die Capital in the World werden, also will die Hauptstadt oder das Haupt-Mining-Zentrum werden weltweit. Das heißt, alle Zeichen stehen eigentlich auf grün bzw. orange und Bitcoin ist ja orange und selbst die Finanzindustrie in den USA baut auf Bitcoin. Also es ist jetzt einfach so weit gereift aus dem Teenager-Alter raus, dass man jetzt sagen muss, es ist eine neue Asset-Klasse. Man muss einen Teil seines Vermögens in Bitcoin implementieren, wenn man halt eine Art Lebensversicherung für seine Kaufkraft haben möchte. Ich meine, bis jetzt ist ja der Wert von Bitcoin die Wette darauf, dass es einmal wirklich flächendeckend ein Bezahlsystem. Nee, gar nicht. Das wäre noch ein ganz anderer Schub. Wenn das passieren würde, dann wäre Bitcoin mehr wert wie der Aktienmarkt und der Immobilienmarkt wahrscheinlich. Momentan ist die Wette nur darauf, dass das Papiergeldsystem alles Kaufkraft weiterhin inflationiert, dass wir weiterhin entwertet werden, enteignet werden. Es ist ein Wertspeicher, um meine Kaufkraft zu schützen gegen die Idiotie der Notenbanken, gegen die zentralistisch-planwirtschaftlichen Notenbanken weltweit.
Und wenn dann noch dazu kommen sollte, dass praktisch die Nationen, Staaten Bitcoin als Reservewährung einführen würden oder wir da täglich damit bezahlen werden. Ich kenne keinen Bitcoiner, der Geld, also der Bitcoin tatsächlich ausgibt. Die halten das alle, weil sie wissen, es wird immer weiter im Wert steigen gegenüber Papiergeld. Wie ich es vorhin erwähnt hatte, der Bitcoin wird nicht größer. Ich habe auf einmal 2 Bitcoin, weil der Preis sich verdoppelt hat, sondern ich muss immer mehr Papierscheine für den gleichen Bitcoin hinlegen wie vor 3 Jahren. Vor 10 Jahren hatte Bitcoin 300 Euro gekostet, jetzt kostet halt 65.000 Euro. Das zeigt einfach, dass uns die Kaufkraft gestohlen wird. Mhm. Und ich kann nur jedem Zuschauer ans Herz legen, 50 Euro oder 500 Euro, Hauptsache den Fuß in der Türe zu haben, weil es wird lebensverändernde Gewinne produzieren, weil die Notenbanken sind dazu verdammt, weiterhin Geld zu drucken und die Staaten werden weiter Schulden machen. Sie können gar nicht anders. Ja, schon, aber also den Punkt habe ich trotzdem noch nicht verstanden. Also die, klar, also das ist... Sie müssen das Buch lesen. Ja, wir machen aber hier ein Interview. Ja, gerne. Versuchst du erklären. Nee, welchen Punkt? Die Technologie von Bitcoin setzt ja darauf, dass es irgendwann wirklich ein praktikables, also pseudonymes und so weiter, ein Bezahlweg ist, ein Geld von mir aus, ja. Und wenn es das aber nicht wird, also wenn das, sagen wir mal, die verbieten, dass man kann damit nicht bezahlen. Sie so, können damit jetzt dann, schon bezahlen. Dann, ja gut, ich sage ja, wenn sie es verbieten. Also, wer verbietet es? Wenn die EU könnte ja sagen, Geschäfte in Deutschland dürfen kein Bitcoin annehmen. Mm. Also Lidl darf kein Bitcoin annehmen. Ja. Das können sie also, ja machen. Also, das wäre tatsächlich möglich, aber dann würden wahrscheinlich trotzdem Leute weiterhin Bitcoin halten. Sie würden es nicht verwenden zum Bezahlen, aber sie würden es wahrscheinlich halten. Wir hatten auch ein Goldverbot in den USA und glaube ich gerade mal 2% der Bürger haben das Gold tatsächlich abgegeben. 98% haben es wahrscheinlich im Tresor gelagert oder im Garten vergraben. Und so wäre es genauso hier. Wir haben eine digitale Welt. Wir haben ja die Möglichkeiten auch dann, es wird immer ein Schwarzmarkt geben dann wahrscheinlich, weil Bitcoin ist ja Peer-to-Peer. Ich könnte ihnen Bitcoin geben und sie geben mir irgendwas anderes dafür. Und wenn die EU tatsächlich Bitcoin verbieten würde, würden sie nur noch mal weiter sich demaskieren als Antidemokraten, weil Bitcoin ist das demokratischste Geldsystem und dann wäre die Zukunft auch wieder nicht in Europa, sondern in den USA, weil die USA hat gesagt, Bitcoin wird Teil der Industriestrategie der Amerikaner sein. Punkt aus. Ich meine, nur hinter dem Bitcoin steht doch eigentlich die Wette, dass der Bitcoin so gut ist, dass er sich in irgendeiner Form als globales Geldsystem irgendwann durchsetzen wird. Und das ist jetzt genial. Das ist ja aber eigentlich eine gigantische Wette. Kann man doch, ja, aber die Wette funktioniert seit 15 Jahren. Nennen Sie mir bitte eine andere Wette, die seit 15 Jahren permanent funktioniert und vor allem durch freie marktwirtschaftliche Mechanismen. Keiner wurde gezwungen. Ne? Ich sage nur Subventionen für E-Autos. Ja? Sobald die wegfallen, bricht die Nachfrage ein. Der freie Markt hat entschieden, das macht es ja so gigantisch, für mich als überzeugter österreichischer Libertärer, ist es ja das beste System, dass das beste Geld sich immer durchsetzen wird. Warum? Weil die Menschen frei entschieden haben, ohne mit der Knarre am Kopf, ich möchte Bitcoin besitzen, weil ich glaube, es ist die beste Speichertechnologie für meine Kaufkraft. Alles klar. Kann jeder selbst entscheiden, ne? Also. Ich danke Ihnen für das Interview. Gerne. Vielen Dank, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, guten Journalismus, unabhängigen Journalismus gibt es nur unabhängig finanziert. Wir leben von Ihrer Unterstützung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.